Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. An alle, die neu hier sind, hallo, ich bin Sophie und ich studiere im Moment im sechsten Semester Jura an der Universität zu Köln. Ich sehe gerade, meine Speicherkarte ist fast voll, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen, denn ich wollte heute unbedingt einen Vlog anfangen und es kann sein, dass jetzt hier im Moment das Video hier abbricht. Aber ja, heute ist Montag, der 5. Juni, wir haben 8:30 Uhr und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Uni. Ich treffe mich dort wieder mit meiner Freundin und wir lernen dann gemeinsam. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in die Bib gehen oder in diesen einen Lernraum, aber ja, dann muss ich mal gucken, was ich sonst noch am Tag mache. Oh no, das war's dann auch auf jeden Fall mit der Speicherkarte. Ich werde aber auf jeden Fall trotzdem mit dem Handy weiter filmen. Also tut das im Vlog nicht zur Sache, aber ist halt ein bisschen nervig für mich. Wir haben jetzt den nächsten Tag und ich mache mich jetzt gleich auch schon wieder auf den Weg in die Uni. Und ansonsten bin ich heute mal sehr gespannt, denn theoretisch gesehen sollen zwei Pakete ankommen. Und zwar einmal ein Parfüm, was ich mir bestellt hatte, und dann einmal ein Kleid, was ich bei einer Freundin gesehen hatte. Ihr kriegt natürlich dann auch einen Haul. Ich bin echt wirklich sehr gespannt, weil sie hat immer sehr, sehr schöne Klamotten und auch sehr, sehr hochwertige Klamotten, die dann auch immer echt lange halten und einen guten Stoff haben und eine gute Qualität. Und ja. Keine Ahnung, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und yes, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. heute ist die letzte Stunde HGB vor der Klausur und heute ist die Strafrechtübung. Und da hatte ich ja die Klausur drin geschrieben gehabt auch schon und ich bin mal sehr gespannt, weil wir wollten heute die Klausur durchsprechen. Was er da so erzählt und was er da so erwartet hat und mit was für einem Gefühl ich dann da rausgehe. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde Strafrecht ist immer so ein bisschen tricky einzuschätzen, weil ich habe eigentlich nie ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl nach der Klausur. Außer einmal, weil ich da auch wirklich reingekackt hatte. Aber sonst habe ich eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl. Und im Endeffekt ist es dann halt schlechter als die Klausuren, bei denen ich ein schlechtes Gefühl hatte. Und ich, also bei den anderen Rechtsgebieten meine ich jetzt. Und dann denke ich mir so, ja toll. Also irgendwie ist das immer so ein bisschen so ein false friend quasi. Falscher Freund. Es lässt dich immer in dem Glauben, dass du denkst, es war eine ganz gute Sache und dann fällst du auf einmal durch oder bist gerade erst so bestanden. Also keine Ahnung, mal gucken. Yes, ich habe jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Deswegen, ich treffe mich gleich da mit Freunden an der Uni und dann gehen wir gemeinsam zur Vorlesung. Deswegen muss ich auch ganz dringend los und ich nehme euch natürlich mit. Und ich würde sagen, let's go. Ich melde mich noch mal kurz. Ich war heute ganz normal einfach in der Uni und hatte danach noch meine Zusatzqualifikation im privaten Baurecht. Die letzte Stunde vor der zweiten Klausur jetzt. Also die Klausur ist nächste Woche Mittwoch. Da konzentriere ich mich aber im Moment noch gar nicht drauf. Jetzt erstmal Full Fokus auf HGB liegt. Ja, dafür konnte ich jetzt dann nicht mehr viel machen, außer das, was ich jetzt in der Uni bisher gemacht hatte. Ich bin drei Klausuren durchgegangen. Die waren aber, also nur eine war von dem Professor, bei dem ich auch die Klausur jetzt schreibe. Und der hat auch so ein bisschen die Art und Weise geändert, wie der halt abprüft. Also der hat gesagt, er möchte zwei Fälle stellen und 10 Fragen. Und die letzte Klausur, die ich von ihm gesehen hatte, waren halt drei Fälle und keine Fragen. Deswegen war das halt ein bisschen. Also natürlich schon hilfreich, aber jetzt, also ich gucke mir halt meistens immer alle Klausuren an, um zu gucken, wie der Professor halt Klausuren stellt. Und das konnte ich halt jetzt daran halt eben nicht erkennen. Aber ja, ich habe irgendwie gar keinen Bock jetzt zu lernen, weil ich weiß nicht, mein Kopf ist halt irgendwie richtig matsch jetzt auch von diesem ganzen Baurechtszeug. Das Ganze geht ja auch immer 4 Stunden. Wir haben jetzt auch schon relativ spät. Also wir haben jetzt
19 Uhr tatsächlich. Sieht man gar nicht jetzt. Und ich muss aber heute auf jeden Fall noch was machen. Also ich hatte mir noch mehr vorgenommen als halt nur diese drei Klausuren. Und deswegen steht auf jeden Fall noch was an. Ich habe unfassbar Hunger. Ich habe heute nur einen Salat gegessen, jetzt während dem Baurechtsding und halt heute Morgen ein Brötchen. Und das ist natürlich jetzt nicht so nährhaft, dass es halt meinen Kalorienbedarf für den ganzen Tag deckt. Und ich hatte jetzt irgendwie mega Bock, mir irgendwas Geiles zu essen zu kaufen, damit mich das halt eben zum Lernen motiviert, also halt irgendwas zum Snacken oder so. Und deswegen, ja, gehe ich jetzt mal in den Supermarkt, um mir irgendwas zu kaufen, das mich dann hoffentlich motiviert, weiter zu lernen. Let's go. Eyes glimmer like diamonds in my cup. I'm watching bubble up, grab another fill it up. Oh, blue spills are raining, falling down tonight. Grab a mug, don't be too shy. Shooting stars, I'll make them mine. We want our freedom and we just don't give a fuck. Our middle fingers rising, they're just out of touch. Go on and fuel the fire burning in our souls. We never know where to go, we just wanna lose control. No time to think what we do or what we gon' say. When I'm with you, Guten Morgen, wir haben jetzt den nächsten Tag, Freitag, der Tag vor der Klausur. Ja, ich mache mich jetzt auf jeden Fall gleich wieder in die Uni. Um 9 treffe ich mich da wieder mit meiner Freundin und dann lernen wir wieder gemeinsam, beziehungsweise sie lernt ihr Stuff, ich lerne mein Stuff. Auch dieselbe, mit der ich gestern im Café war, auch dieselbe, mit der ich jeden Tag in die Uni gehe, also Caro. Das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erzählt. Und wirklich, also sie ist wirklich, ich sag's immer wieder, der Main Grund, warum ich so produktiv bin und so durchziehe, weil ohne sie würde ich wahrscheinlich nicht um 9 in der Bib sitzen, geschweige denn um 9 generell irgendwie lernen. Deswegen bin ich echt sehr, sehr happy und sehr, sehr dankbar, dass wir halt diese Lerngemeinschaft halt einfach gründen konnten und uns so einfach gegenseitig motivieren können. Heute liegt mainly der Fokus bei mir auf Gesellschaftsrecht. Ja, das werde ich dann machen. Ich habe gestern nämlich überwiegend Handelsrecht gemacht und dann war ich im Café und habe mit Caro Handelsrecht durchgesprochen und bin dann abends noch spazieren gegangen und habe mir noch Karteikarten eingeguckt. Und jetzt habe ich vor, das Ganze umgekehrt zu machen mit Gesellschaftsrecht, nur ohne den Kaffeepart. Also in der Uni Gesellschaftsrecht durchgehen und lernen und das dann später halt abends mit einem Spaziergang einfach versuchen zu vertiefen. Vielleicht kann ich da auch noch ein paar handelsrechtliche Sachen durchgehen. Und was ich auch machen wollte heute, sind Fälle angucken. Also Fälle, 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 wirklich wichtig, dass man weiß, wie man alles am Fall anwenden kann. Und yes, also Vormittag Gesellschaftsrecht, Nachmittag Fälle. Abends Wiederholung und Spaziergang. Mal gucken, wie ich diesen Plan durchziehen kann. Uptown on the road, I've been around before. Rooftop sliding doors, just wanna know you more. I hope you wanna be a song. Ich hab auch gehört, du meinst schon. Dann zähl ich mal nichts. Und mach. With the view she could see her building, try to tell her I know I feel it. Keep me floating, I'm on my way. Slow me down when I'm living fast. You make me wanna be with somebody. Doing things that I usually don't. Find my way through the hotel lobby. Ain't the same when I'm on my own. All my friends think I'm with somebody. Doing things that Leute, ihr habt ja gerade diese wunderschönen Aufnahmen gesehen von mir und meinem Essen und meinem Baurechtsbüchlein. Ich hatte nämlich am Mittwoch die Klausur.
Und ich habe mir heute vorgenommen, einfach zu lernen dafür, weil ich halt auch gestern nichts gemacht habe. Ich habe ja gestern HGB geschrieben und hatte gestern echt keine Motivation mehr, mich zu melden, weil die Klausur, man muss sagen, sie war okay gestellt. Also es war jetzt nicht so, als wäre die irgendwie unmachbar gewesen oder so. Ich bin einfach nur nicht mit meiner Leistung zufrieden, weil ich halt eigentlich gewusst hätte, wie es geht, aber es halt irgendwie nicht zu Papier bringen konnte. Und keine Ahnung, ich bin auch heute Morgen aufgewacht und dann ist es mir halt voll wie Schuppen von den Augen gefallen, wie ich es halt hätte formulieren können, also oder halt aufbauen können. Und das hat mich jetzt irgendwie so krass geärgert. Ja, weil es halt irgendwie echt nicht daran lag, dass ich es nicht konnte oder zu wenig gemacht habe, sondern einfach, dass ich halt meine Leistung nicht gebürtig aufs Papier bringen konnte. Und das ist halt mega frustrierend, weil ich glaube, das war halt mit einer der Klausuren, wofür ich in meinem ganzen Jurastudium am meisten viel gelernt habe. Ja, keine Ahnung, ich hoffe so ein bisschen auf viel gewinnt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass meine Leistung theoretisch gesehen ausreichend gewesen sein müsste. Also es ist jetzt nicht so als, ja, keine Ahnung, als wärst du super schlecht gewesen, aber es war auf jeden Fall keine gute Leistung und ich hoffe einfach nur, ich habe bestanden. Ja, keine Ahnung, super ärgerlich. Auf jeden Fall, wir haben jetzt 18.11 Uhr und ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gemacht. Es ist irgendwie so warm, dass mein Gehirn einfach nicht denken kann. Und ich wollte noch erzählen, ich habe gestern noch eine Zuschauerin angesprochen nach der Klausur. Die hat mit mir geschrieben und ich habe mich voll darüber gefreut, aber ich habe irgendwie voll Angst. Das ist so voll, also das bin so voll ich, dass ich halt mich extrem krass im Nachhinein in Situationen hineinsteige. Also auch bei so Klausuren und sowas, dass ich mir denke, boah, das hättest du noch so formulieren können und noch so machen können. Und auch bei irgendwelchen Gesprächen mit irgendwelchen Leuten denke ich so, ja, das hättest du noch sagen können oder das wäre vielleicht noch cool gewesen oder sowas. Und halt eben auch bei solchen Sachen. Ich steigere mich nachts so krass in Sachen rein, dass ich halt dann die ganze Zeit da liege und mir denke so, boah, habe ich jetzt irgendwie unhöflich gewirkt? Habe ich irgendwas kacke gesagt? Oder, keine Ahnung, war ich irgendwie kacke? Ja, weil das Ding ist, ich war halt nach der Klausur echt ein bisschen durch. Also mein Kopf war für nichts mehr zu gebrauchen. Und ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen, ja, keine Ahnung, nicht so gewesen bin, wie ich bin. Oder dass sie sich jetzt so denkt, so, hey, was ist das denn für eine? Ja. Aber falls du das Video sehen solltest, weil du meintest ja, du guckst meine Videos, kannst du dich ja gerne nochmal bei mir melden. Weil sie ja auch gefragt haben, wo ich immer lernen gehe in der Uni. Dann kann ich es dir auch mal zeigen, weil man muss halt wissen, wo man hingehen muss. Also von den Räumen her so. Dann kannst du gerne mal mitkommen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und genau, also ja, ich habe jetzt die Kamera ausgepackt, weil ich jetzt auch wirklich was machen möchte. Und wenn ich es jetzt ausspreche, dann ist der Druck, dass ich es auch wirklich machen muss, höher. Weil wie gesagt, ich habe ja eben schon meine Bücher schön neben meinem Snack positioniert. Und ich habe mir auch diesen Snack extra dafür gemacht, dass ich lerne. Und habe ihn dann im Endeffekt gegessen, ohne auch nur irgendwas für die Uni zu machen. Ja, aber es ist auf jeden Fall bitter nötig, weil wie gesagt, Mittwoch schreibe ich die Klausur. Und ich habe jetzt die letzten Vorlesungen davon echt ein bisschen sehr stiefmütterlich behandelt, weil mein Fokus halt voll auf den ganzen anderen Klausuren lag, die ich jetzt alle geschrieben hatte mit Strafrecht und HGB und so, dass ich das halt total in meinem Kopf über Bord geworfen hatte und mich halt gar nicht mehr so wirklich drum gekümmert hatte. Deswegen genau geht's da heute ran. Ich habe so keine Lust, ne? Also wirklich, ich muss auch noch das Badezimmer putzen. Okay, ich will mich nicht beschweren. Ich fange jetzt an. Ich habe mir auch gerade noch einen Eiskaffee gemacht. Es ist wirklich, also ich gehe wirklich ein. Es ist wirklich so warm. Aber gut, was muss, das muss. Let's go. Kurzes Update. Wir haben jetzt 19.22 Uhr und ich habe immer noch nichts gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich meine Kerzen angezündet habe und meine Textmarke angestarrt habe. Und das war's. Achso, mein Haar habe ich mir auch zugemacht. Ich muss sagen, ich mag diese Frisur nicht an mir. Ich finde, ich sehe immer so abgeleckt aus. Und das ist irgendwie, also, es steht meinem Gesicht auf jeden Fall besser. Und das schmeichelt meiner Gesichtsform auf jeden Fall mehr, wenn meine Haare halt mein Gesicht ein bisschen mehr verdecken, als wenn ich hier so mit einer Glatze durch die Gegend laufe. Aber es ist zu warm. Also, ich verlasse heute eh nicht mehr das Haus wahrscheinlich. Deswegen ist es mir eh egal. Und yes, aber
Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich habe auf jeden Fall meinen Rechner schon hochgefahren. Da habe ich jetzt beschlossen, schreibe ich die Zusammenfassung drauf. Ich habe schon mal angefangen, ja, aber ich vertraue nicht darauf, was ich damals gemacht habe. Deswegen mache ich es nochmal komplett von vorne. Ich habe jetzt auch nicht so gottesmäßig viel gemacht. Ich habe halt nur aus dem Skript mir was zusammenkopiert. Also habe ich eigentlich basically nichts gemacht. Deswegen starten wir jetzt vom Anfang an. Ihr seid dabei, wie ich den Titel schreibe. Privates Baurecht. Zweite Klausur. Yay. Look what we did. Ja, genau. Ich habe das Skript hier jetzt schon offen. Mit Sachen, die ich rausgeschrieben hatte schon. Ja, das Ding ist, sogar auch schon mit Klausurproblematiken, die er schon genannt hatte, die er abfragen möchte. Das Ding ist eigentlich. Oh, hier will eine Mücke reinfliegen. Sie ist weg. Eigentlich ist das ja nett. Und deswegen könnte man ja eigentlich denken, man lernt dann einfach nur das und spart sich Zeit. Das Problem ist nur, meine Trust-Issues, bei dem ich Jura studiere, sind wirklich so hoch, dass ich mir denke, ja, vielleicht hat er das gesagt, vielleicht stimmt das auch. Aber was ist, wenn er noch ein, zwei Zusatzfragen macht? Und die kann ich ja nicht beantworten, wenn ich mich nur auf die Fragen vorbereite. Deswegen will ich trotzdem alles lernen. Und das Ding ist also, das ist ja eh nur ein Teil von der Klausur. Also wir haben halt immer vier Vorlesungen, die immer von jedem anders gehalten werden. Also es gibt verschiedene Dozenten, die das machen und die wechseln. Also wir haben eigentlich eher selten, dass die sich halt doppeln oder dass halt die mehr machen als nur eine Vorlesung. Genau, und deswegen stellt halt jeder Professor, jeder Anwalt, jeder Richter, der halt quasi den Unterricht mit uns macht, halt einen eigenen Teil von der Klausur. Also haben wir halt eine Klausur, die sich aus mehreren Teilen zusammensetzt. In der Regel dann halt vier, weil halt vier verschiedene Unterrichtsstunden sind. Und jede Unterrichtsstunde geht meistens so 4 Stunden. Genau. Und daraus setzt sich das Ganze dann zusammen. Deswegen ist halt schon wichtig, also das ist jetzt, wovon ich auch gerade geredet habe mit den Klausurfragen, auch nur ein Teil von diesen Teilen, von diesem einen halt Vortragenden, der das halt gemacht hat. Und der hatte halt so ein bisschen Hints gegeben auch. Aber ja, also ich will mich nicht drauf verlassen. Deswegen wird jetzt das ganze Skript durchgelesen und seine ganzen Folien nochmal angeguckt. Und dann geht's zum nächsten und dann geht's zum nächsten und so weiter. Okay, ich höre jetzt auf, euch das Ganze weiter zu erklären. Ich fange jetzt an. Da sitzt eine Taube auf dem Dach. Ich lasse mich wirklich von jeder Kleinigkeit ablenken. Das ist nicht normal. Aber diese Hitze, die sitzt mir wirklich zu. Ich kann mich nicht mehr so in der Kamera sehen. Das finde ich schlimm. Deswegen fange ich jetzt an, weil dann muss ich mich nicht angucken.